Damit komme ich zum ersten Teil, Eros und Thanatos, Freuds Triebtheorie. Generell kann man ja Freuds Werk als ein Denken im Prozess begreifen. Er baut Dualismen auf, die er dann kollabieren lässt. Er stellt Kausalzusammenhänge her, die er dann immer wieder verkehrt. Und ich denke, genau in diesen Spannungen und Widersprüchen steckt genau das kritische Potenzial von seinen Schriften. Und gerade der Todestrieb ist ein Beispiel par excellence für diese konzeptuelle Offenheit. Jean Laplanche, ein bekannter und sehr renommierter Theoretiker der Psychoanalyse, hat den Todestrieb als das enigmatischste Konzept von Freud bezeichnet. Und ich denke, das ist eine Einschätzung, mit der er durchaus richtig liegt. Zudem glaube ich aber, dass das Konzept, also die Stärke des Konzepts gerade in dieser Unabgeschlossenheit liegt. Man muss für die Theoretisierung des Todestriebs in Freuds Werk zwei zentrale Texte nennen. Andreas hatte sie auch schon angedeutet. Jenseits des Lustprinzips, 1920 erschienen, und dann zum ökonomischen Problem des Masochismus, 1924 erschienen. Ich werde nun keine detaillierte Rekonstruktion der beiden Texte liefern, das würde wirklich den Rahmen sprengen, sondern ich werde ganz schematisch für mich zwei zentralen Arbeitsweisen des Todestriebs umreißen. Erstens die Wiederholung und zweitens die Zergliederung. Zur Wiederholung. Freuds Gedanke vom Todestrieb als Wiederholungszwang war durch die Behandlung von Soldaten geprägt, die traumatisiert waren vom Schrecken durch den Ersten Weltkrieg. Und Freud betrachtete in der Behandlung ein wiederholtes Durchleben von schmerzvollen Erlebnissen. Daraufhin führt er den Todestrieb als ein regressives Prinzip ein. Und schon dieser Umstand verwirft uns auf den geschichtlichen Kontext von Freuds Schreiben zurück und damit auf seinem Denken. Sein Schreiben zwischen den Weltkriegen, was durchaus Freuds kulturpessimistische Weltsicht erklärt, denn in anthropologischer Hinsicht argumentiert Freud gegen die damals sehr verbreitete teleologische Annahme, dass der Mensch an und für sich sich beständig weiterentwickeln würde und seine Vervollkommnung anstreben würde. Und Freud richtet sich ganz dezidiert gegen dieses Fortschrittsglauben, das sich in der Zwischenkriegszeit als Glauben an Technologie und Wissenschaft, an Wirtschaft und nationalen Wettbewerb äußert und zum Faschismus oder in den Faschismus führte. Nichtsdestotrotz bleibt der Todestrieb kein rein regressives Prinzip. Er birgt auch politisches Transgressionspotenzial. Und das liegt in der zweiten Arbeitsweise der Zergliederung. Und dafür muss ich jetzt einen kleinen Ausflug machen in die Triebtheorie von Freud. Dort beschreibt Freud den Antagonismus von Eros und Thanatos. Der Todestrieb scheint als düsteres Streben zur Ruhe, zur Auflösung, zum Tod, als Rückkehr zum Leblosen und zum Stillstand. Während Eros die Lebenstriebe bezeichnet, die immer wieder Erregung und Spannung und Aufregung verursachen. Also Eros verursacht Erregung und der Todestrieb strebt den Nullpunkt von diesen Spannungen und Erregungen an. Daher bezeichnet Freud und Thanatos auch als Nirvana-Prinzip. Und wie wir sehen, entspricht das natürlich immer noch dem Wiederholungszwang oder der Idee von der Wiederholung. Aber Freud beschreibt den Antagonismus von Eros und Thanatos auch als eine dialektische Dynamik. Denn während Eros Einheiten herstellt, zergliedert Thanatos Einheiten. Und hier kommt eben die zweite Arbeitsweise ins Spiel, die Zergliederung. Und aus der Wiederholungsbewegung, also aus dieser mechanistischen, statischen Wiederholungsbewegung, wird vielmehr eine Differenzbewegung, die immer etwas Neues hervorbringt in jeder Wiederholung. Damit wirkt der Todestrieb oder Thanatos als disruptive Kraft. Und wir werden dieses Potenzial des Zergliederns, Zerbrechens, Aufbrechens, Aufbegehrens in den queertheoretischen Lektüren später näher betrachten.